Die Metallbauer haben Spaß, wenn sie das machen, was sie am besten können. Zum Beispiel eine Treppe bauen. Alles zuschneiden, Schrägen anschneiden, anpassen, vorfertigen, jedes einzelne Teil übereinander stecken. Also das ist schon ein Haufen Arbeit. Hier ist komplett Handarbeit. Auf dem Weg zur aktuellen Baustelle. Andreas Braum ist der Chefmetallbauer und soll mit seinem Team für dieses Gebäude eine neue Treppe anfertigen. Es wurde vom Brandschutz ein zweiter Fluchtweg geordert und diesen erstellen wir, indem wir von der Tür bis zu dem Fundament eine Brückenkonstruktion bauen, die an eine Spindeltreppe angeschlossen ist. Nach den Vorstellungen des Architekten wird alles mit dem Computer geplant. Stück für Stück entsteht so eine Spindeltreppe mit einem Podest als Übergang. Das war der Plan, bis der Chef noch einmal vorbeikommt. Hallo Thomas. So. Wollen wir uns mal. Statiker hat Bedenken angemeldet wegen der Größe des Podestes. Und daher kommt noch eine Stütze dazu. Zum Glück nur eine kleine Änderung. Die Produktion kann beginnen. Aus großen, schweren Stahlteilen und Rohren werden die jeweiligen Einzelteile gefertigt. Zum Glück gibt es neben den technischen Geräten auch kleine Helferlein. Wie diesen sogenannten Engländer. Wenn ich das jetzt alleine drehen soll, dann muss ich ja allein mit der Hilfe von einem Arm das ganze Gewicht tragen. Und wenn ich jetzt hier den Engländer habe, da habe ich einen Hebel. Und dann kann man das auch ganz einfach mit einer Hand machen und auch wieder aufstellen und in die andere Richtung. Also es erleichtert die Arbeit. Dann kommen wieder die Pläne auf den Tisch. Die Profis besprechen alles ganz genau, bis auf das kleinste Detail. Aber mal ehrlich, müsst ihr da so super korrekt sein? Ja, das muss auf den Millimeter genau passen. Das heißt also, jede Bohrung, die in so einem langen Stahlträger ist, und da kommen viele rein, wenn die Bohrungen nicht hundertprozentig genau gebohrt sind, passt das ganze Teil nicht. Das heißt, die Jungs müssen schon sehr genau arbeiten. Also lieber zweimal schauen. Ach ja, und Vorsicht! Ihr steht unter Beobachtung. Unser Firmenhund, das ist unser Geldeintreiber Milo. Die Hunde, die laufen durch die Hallen, die gehen den Jungs morgens und guten Morgen sagen, gehen wieder ins Büro. Also ist alles sehr tiefenentspannt bei uns. Dann wieder volle Konzentration. Schweißen, flexen, nieten. Aus solchen Gitterplatten werden die einzelnen Stufen gefertigt. Das Besondere bei einer Spindeltreppe, wegen der Krümmung muss jedes Teil, jede Stange einzeln von Hand befestigt werden. 4,50 Meter ist die Treppe hoch. Die hätte jetzt aber wirklich nicht viel größer sein dürfen, oder? Ja, wenn nicht, hätten wir halt ein kleines Loch ins Dach bohren müssen. Nein, also das ist schon eine recht große Treppe. Treppen werden sowieso immer nur stockwerksweise gebaut. Das heißt, wenn es eine höhere Treppe wäre, wäre die in mehreren Segmenten gefertigt worden. Das Podest ist auch separat gefertigt. Der Übergang von Treppe zum Haus. Mit den Löchern ist es dann an der Wand befestigt, wo die Tür später ist, die erreicht werden soll. Deswegen ist auch hier ein Überstand, weil das geht dann in den Türrahmen rein. Dass es quasi bündig aufliegt und man, wenn man aus der Tür rausgeht, keinen Absatz hat. Und einen sauberen Übergang. Nach 10 Tagen ist die Konstruktion fast fertig. Nächste Woche soll alles montiert werden. Im Morgengrauen bereiten die Metallbauprofis alles für die Montage vor. Chef Andreas Braum ist immer mittendrin. Anpacken gehört für ihn nach wie vor dazu. Ich bin ja noch gelenkig. Warm angezogen, hol der Jacke. Habt ihr denn auch alles drin? Alles drin. Jetzt kann's losgehen. Alles geladen. Natürlich auch das Objekt der Begierde. Eine 4,50 Meter große Spindeltreppe, die heute montiert wird.
Am Computer wurde die Treppe mit Übergang millimetergenau geplant. Nur 10 Tage dauerte die Produktion, bis die Konstruktion fertig war. Alles zuschneiden, Schrägen anschneiden, anpassen. Hier ist komplett Handarbeit. Wieder in Einzelteile zerlegt, geht es in die hauseigene Lackiererei. 2 bis 3 Schichten sollten reichen. Ankunft auf der Baustelle. Auch hier ist so gut wie alles vorbereitet. Jetzt muss er nur noch hingestellt werden und muss passen. Aber da gehen wir mal von aus. Weil ein zweiter Fluchtweg fehlte, muss ein neuer Ausgang samt Treppe her. Doch der Anschluss ans bestehende Haus ist kniffliger als gedacht. Und so heißt es erstmal warten, warten und warten. Das ist das Schwierigste eigentlich, immer durch das Eisenbohren. Das dauert, dauert, dauert. Endlich geht es weiter. Die Stahlträger für den Übergang werden zurechtgelegt und können montiert werden. Das dauert auch seine Zeit. Geht das nicht ein bisschen schneller? Wenn da oben jetzt ein paar Zentimeter oder Millimeter falsch gemessen wurde und gebohrt wurde, passt die ganze Treppe nicht richtig, dann steht sie schief. Das heißt, der Anschlusspunkt ist ganz wichtig. Das wissen die Profis natürlich auch und gehen besonders sorgfältig und geduldig vor. Stütze drunter. Nochmal checken, dass auch alles gerade ist. Dann steht der Übergang und die Treppe kann kommen. Und das Orange, das Band. Den Kran steuert Andreas Braum selbst mit größter Vorsicht. Gut 800 Kilogramm hängen hier am Haken. Langsam schwebt die Spindeltreppe Richtung Übergang. Das Geländer noch ein bisschen richten. Mit vereinten Kräften bringt das Team die Konstruktion in Position. Hoffentlich passt alles. Der Chef ist dann auch der Erste, der prüft, ob die Anschlüsse stimmen. Noch etwas halten, festmachen, fertig. Schön, ein schönes Gefühl. Man hat was mit den Händen erschaffen und natürlich auch mit dem Kopf, weil das gehört ja auch dazu. Das heißt also, derjenige, der das Aufmaß macht, das dem technischen Zeichner erklärt, der das dann zeichnet, die Jungs, die es produzieren und jetzt zum Schluss die Monteure, die es montieren, da muss jedes Rädchen ineinander passen, dass so etwas zum Schluss auch passt. Der neue Fluchtweg für das Gebäude steht. Bis zum Schluss alles in Handarbeit von den Metallbauprofis. Wenn es nachher fertig ist, freuen wir uns immer wieder, dass man, ich sag mal, aus ein paar Rohren und aus ein paar Stahlträgern so etwas geschaffen hat. Das kann halt das Handwerk. Die Arbeit hat sich mal wieder gelohnt. Am Ende schmückt die Konstruktion das Gebäude und kann im Notfall auch Leben retten.